Um eine harmonische Schwingung zu definieren, wiederholen wir zuerst wichtige Erkenntnisse zur KGB, zur kreisförmigen, gleichmäßigen Bewegung. Dieser Punkt P befindet sich in kreisförmiger, gleichmäßiger Bewegung. Ich stoppe das Ganze, stelle den Punkt zurück. Eine Bewegung ist kreisförmig und gleichmäßig, wenn der bewegliche Körper auf einer Kreislinie in gleich langen Zeitabschnitten gleich lange Kreisbögen zurücklegt. Wie hier, dieser Punkt P legt in diesem Zeitabschnitt Delta T diesen Kreisbogen zurück. Hier im selben Zeitabschnitt Delta T legt der Punkt P diesen Kreisbogen zurück, der genauso lang ist wie dieser da, weil die Zeitabschnitte gleich groß sind und weil der Punkt P sich in KGB befindet. Eine kreisförmige gleichmäßige Bewegung, eine KGB, ist also eine periodische Bewegung, deren Periode groß T die Dauer einer vollen Umdrehung ist. Zur KGB haben wir einige wichtige Formeln. Die Geschwindigkeit V, das ist die Länge des zurückgelegten Kreisbogens L, geteilt durch die dazu benötigte Zeit T. Diese Geschwindigkeit ist konstant bei einer KGB, also ist sie auch 2 mal Pi mal R, das heißt der Umfang des Kreises, geteilt durch die dazu benötigte Zeit, und diese Zeit ist die Periode groß T. Selbstverständlich drücken wir eine Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus. Hier noch eine Formel zur KGB. Die Frequenz ist der Kehrwert der Periode. Die Einheit von F ist also 1 geteilt durch Sekunde, das heißt, dass man eine Frequenz in Hertz ausdrückt. Eine dritte wichtige Formel, Omega, die Winkelgeschwindigkeit, das ist der zurückgelegte Winkel Alpha, geteilt durch die dazu benötigte Zeit klein t, also ist Omega auch der volle Winkel, also 2π Radiant, geteilt durch die dazu benötigte Zeit, das heißt die Periode groß T. Omega ist somit gleich zu 2π geteilt durch groß T und da die Frequenz 1 auf T ist, ist Omega auch gleich zu 2 mal Pi mal Frequenz. Da ist dieser Punkt P, der sich in einer kreisförmigen, gleichmäßigen Bewegung befindet. Wir legen die Zeiten wie folgt fest. Im Moment T gleich 0 hat der Punkt P schon diesen Winkel Phi zurückgelegt. Und in dieser Zeit T hat der Punkt P diesen Winkel Alpha zurückgelegt. Wir werden jetzt die Bewegung von P in 2 geradlinigen Schwingungen zerlegen. Und dazu brauchen wir ein Bezugssystem. Da ist es schon. In diesem Bezugssystem ist die Abszisse vom Punkt P hier zu finden und die Ordinate vom Punkt P hier zu finden. Die Abszisse von P sowie auch die Ordinate von P sind Funktionen der Zeit, denn im Laufe der Zeit verändern sie sich. Um das noch besser zu erkennen, holen wir die Bewegung von x aus dem Kreis heraus, sowie auch die von y. Und so erkennen wir, dass die Abszisse x auf dieser Strecke schwingt und dass die Ordinate y auf dieser Strecke schwingt. In diesem rechtwinkligen Dreieck
können wir sehen, dass der Cosinus von I plus Alpha oder auch der Cosinus von Alpha plus Phi gleich ist zur Ankathete, also x, geteilt durch die Hypotenuse, also r, der Radius des Kreises. Und daraus schließen wir, dass x gleich ist zu r mal Cosinus von Alpha plus Phi. Wir wissen aber auch, dass Omega gleich zu Alpha geteilt durch t ist. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit. Daraus schließen wir, dass Alpha gleich ist zu Omega mal t. Also dürfen wir hier Alpha durch Omega mal t ersetzen. Und somit erhalten wir die Gleichung dieser Schwingung x von t gleich r mal Cosinus von Omega t plus Phi. In diesem rechtwinkligen Dreieck sehen wir auch, dass der Sinus von Alpha plus Phi gleich ist zur Gegenkathete y geteilt durch die Hypotenuse groß r. Also ist der Sinus von Alpha plus Phi gleich y auf r, woraus wir schließen, dass y gleich r mal Sinus von Alpha plus Phi ist. Genau wie da wissen wir, dass Omega Alpha auf t ist. Daraus schließen wir, dass Alpha Omega mal t ist. Und somit können wir hier Alpha durch Omega mal t ersetzen. So finden wir also, dass diese y-Schwingung beschrieben werden kann durch y von t gleich r mal Sinus von Omega t plus Phi. Beobachten wir noch einmal diese beiden Schwingungen. X gleich x von t und y gleich y von t. Diese Schwingung x von t können wir also ausdrücken durch r mal Cosinus von Omega t plus Phi. Und diese Schwingung y von t können wir ausdrücken durch r mal Sinus von Omega t plus Phi. Eine Schwingung heißt harmonisch, wenn sie beschrieben werden kann durch eine Gleichung der Art x von t gleich a mal Cosinus von Omega t plus Phi oder y von t gleich a mal Sinus von Omega t plus Phi. X oder auch y ist dann die Auslenkung. A ist die Amplitude. In unseren Beispielen entspricht die Amplitude dem Radius des Kreises. Omega ist der Puls und Phi ist die Phase der harmonischen Schwingung. Dann gilt, Omega ist gleich zu 2 Pi geteilt durch Groß T, wo Groß T die Periode der Schwingung darstellt und demzufolge drücken wir Omega in Hertz aus. Stellen wir zum Beispiel diese Funktion als Funktion der Zeit dar, so finden wir selbstverständlich solch eine Sinusoide. Da der größte Wert für ein Sinus 1 ist, ist der größte Wert für y a mal 1, also a. Und demzufolge ist a die Ordinate von diesem Hochpunkt. Die Periode t, das ist die Zeit, die vergeht zwischen zwei aufeinanderfolgenden identischen Punkten, zum Beispiel diesem Punkt und diesem Punkt. Die Zeit von da bis da entspricht also der Periode. Eine Zeit drücken wir in Sekunden aus und eine Distanz drücken wir in Meter aus. Hier untersuchen wir die Funktion y von t, das heißt a mal Sinus von Omega t plus Phi, je nach den Parametern a, Omega und Phi. Beginnen wir mit der einfachen Sinusoiden. Das ist y gleich Sinus von t, von der die Periode 2 Pi ist. Jetzt kommen wir zur Amplitude.
Die Amplitude ist für die Sinusoide hier abzulesen. Das ist also die Zahl a und diese Abszisse ist Pi halbe. Es ist genau ein Viertel von 2Pi. Wenn von da bis da 2Pi ist, dann ist von da bis da Pi, also von da bis da die Hälfte von Pi, das heißt Pi halbe. Jetzt verändere ich die Amplitude A und wir sehen, wie diese Sinusoide sich dementsprechend mit verändert. Die mache ich jetzt wieder weg. Jetzt schauen wir, wenn Omega sich verändert. Ich stelle hier Omega ein, zum Beispiel auf 2. Wir haben die Veränderung der Sinusoiden erkannt und sehen jetzt die Periode von dieser lila Funktion. Das ist einmal da, das heißt von da bis da. Das ist die Periode dieser lila Funktion. Und die Periode haben wir ein zweites Mal bis 2Pi. Also, wenn Omega gleich 2 ist, dann ist die Periode die Hälfte von 2Pi. 2Pi geteilt durch 2. Jetzt setze ich Omega mal auf 3. So. Wir schauen wieder die Periode dieser lila Funktion. Wir haben einmal eine Periode, eine zweite Periode und eine dritte Periode im Intervall von 0 bis 2Pi. Das heißt, wenn Omega gleich 3 ist, dann ist die Periode 2Pi geteilt durch 3 und so weiter. Wir können also daraus schließen, dass die Periode der harmonischen Schwingung 2Pi geteilt durch Omega ist. Und hier bestätigt es sich, demzufolge muss Omega 2Pi geteilt durch T sein. Der Puls der harmonischen Schwingung ist also gleich zu 2Pi geteilt durch die Periode. Jetzt machen wir auch Omega wieder weg. Jetzt schauen wir einfach die Phase Phi. Ich verändere jetzt Phi. Wir sehen, was passiert. Wenn man Phi verändert, erzeugt man einfach eine horizontale Verschiebung vom Funktionsgraphen. Jetzt schauen wir allgemein. Allgemein, Veränderung von Phi, Veränderung von Omega, Veränderung von A. Nochmal, Veränderung von A, Veränderung von Omega, Veränderung von Phi.